Es geht los. Meine lieben Zuschauer, ich habe mir wieder eine wundervolle Gästin eingeladen. Heute ist wieder 60 plus Bauertag. Liebe Kerstin, herzlich willkommen, Kerstin aus Kreta. Herzlichen Dank für die Einladung, Silvia. Stellst du dich noch mal ganz kurz vor? Wir haben es ja schon mal getan. Verlinke ich dann auch und ja, könnt ihr euch dann mal anhören. Aber kurze Vorstellung jetzt, mit wem habe ich es jetzt hier eigentlich zu tun? Ja, sehr gerne. Mein Name ist Kerstin Joost. Ich habe einen Doktortitel der Medizin, denn ich bin als Schulmedizinerin gestartet in meiner beruflichen Laufbahn sozusagen. Habe dann relativ bald gewechselt auf klassische Homöopathie, bin dann weiter und tiefer eingestiegen in Spiritualität und bin jetzt Meisterlehrerin der Diana Cooper School of White Light und bin weiter unterwegs und lasse mich führen auf meinem Weg und begleite heute Menschen bei ihrem Weg, auf ihrem Weg in ganzheitliche Gesundheit. Und da darf alles zusammenspielen, was ich so kann und weiß und mag. Ja, und dann haben wir gerade eben, vielen herzlichen Dank, dann haben wir gerade eben im Vorgespräch gesagt, worüber reden wir eigentlich heute, weil ich das ja so schön finde, dass ich jetzt hier so einige ganzheitliche Gesprächspartner aus allen möglichen Sparten habe, die auch alle so, die meisten jedenfalls 60 plus sind. Worüber reden wir denn heute? Heute haben wir uns mal gedacht, wir nehmen uns das Thema Energie vor. Weil egal, wo die Leute hinkommen oder wo sie starten und wo sie hin möchten, das, was sie brauchen, ist Energie. Und meine Erfahrung ist halt, das habe ich ja bei mir auch mal mit einem Burnout so als Erfahrung gehabt, wenn man keine Energie hat, geht gar nichts. Und deswegen, wir warten aber gerne zu lange. Wie siehst du das? Bis wir den Speicher wieder auffüllen. Ich gebe mal ab, sonst rede ich hier die ganze Zeit. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Wir sehen im Moment viele Menschen unglaublich erschöpft, unglaublich müde, was auch mit der ganzen dem Energieumbau, mit der ganzen Veränderung, wollte ich sagen, zu tun hat, die im Moment geschieht. Wir gehen ja in eine ganz neue Energie als Gemeinschaft, als Menschheit. Wir gehen in eine neue Energie mit diesem Planeten. Und das ist anstrengend. Also alleine nur das Gehen in eine neue Energie ist ein Umbau. Der braucht Energie und darum sind viele von uns jetzt gerade sehr müde und verstehen das nicht, wenn sie nicht das große Ganze sehen. Und da ist ein großes Thema natürlich immer wieder spüren, was tut mir gut? Was tut mir gut und wo kann ich auftanken? Wie kann ich meine Energien wieder hochbringen? Wie kann ich meine Batterien füllen? Und dazu braucht es eben diese beiden Sachen, sich einmal bewusst werden, wo stehe ich batterietechnisch und was tut mir jetzt gut? Tut es mir gut, wenn ich mich jetzt zwinge und unbedingt noch rausgehe und das mache und noch mehr und schneller und so? Das funktioniert meistens gar nicht. Und dann zu merken, so was tut mir denn jetzt gut? Ist es die Natur oder Yin-Yoga oder was auch immer? Das sind im Moment so die Themen, die ich merke. Ja, es gibt ja auch glücklicherweise, das ist ja das Wundervolle, 100.000 Sachen, die man machen könnte. Ne? Genau. Und für jeden passt irgendwas anderes. Also wichtig ist schon mal, das hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon mal angesprochen, wenn man schon mal weiß, was einem selber gut tut. Ne? Und ich finde es auch immer interessant, wenn man die Lauscher in alle Richtungen offen hat, weil ständig wird ja irgendwas Neues erfunden. Und es geht immer schneller, dass man auch von in kommen kann. Ne? Und jetzt habe ich am Freitag habe ich 7 Stunden genetzwerkt hier mit Helene Frost. Das war unglaublich. Wir kannten uns nur online bisher. Also zieh dich warm an, wenn wir uns mal in echt begegnen. Wir haben hier 7 Stunden und dann, Wow. das war wirklich ganz, ganz toll. Aber also Hauptthema tatsächlich, kenne ich mich und weiß ich, was mir gut. Weil sie macht Human Design und
da gehen einem ja so viele Lichter auf. Guck mal, alles ist Ja, das ist schön. Das ist gar nicht abgesprochen, aber rosa. das. Nee, das ist auch, ich habe ja auch in allen Farben, das ist jetzt hier wieder Ja. gemanagter Zufall. Sehr gut. Ja. Ja. Also, je besser ich mich kenne, desto besser kann ich irgendwie was tun. Hast du so verschiedene Sorten, Qualitäten von Energie? Also, das ist ja so auch ganz dein Thema. Erzähl uns mal, was fällt dir als erstes ein zum Thema Energie? Ja, da fällt mir so viel ein, da könnte ich jetzt auch 8 Stunden sprechen. Ich nehme jetzt einfach mal den Faden auf, den du gerade schon hochgehalten hast, nämlich das Thema Farben. Farben haben eine Energie. Und ich kann wirklich nur jeden inspirieren, mal zu spüren, welche Farbe brauche ich gerade, wonach ist mir. Und das ist mehr ein Spüren, als dass man jetzt weiß, Rot hat die Bedeutung und Blau hat die Bedeutung, sondern wonach ist mir heute? Und mir war heute nach etwas, ja, emotional Wärmendem. So, das Wetter ist hier so sehr grau und kalt im Moment und dann ziehe ich doch kein Grau oder Schwarz an, weil für mich ist das nichts Angenehmes. Es fördert nicht meine Energie, sondern ich habe mich entschieden für etwas Wärmendes. Und so können wir schon morgens, wenn wir den Kleiderschrank aufmachen, sagen, ich suche mir bewusst eine Farbe, weil sie meine Energie verändert. Also das ist etwas, was ich ganz bewusst mache. Düfte sind für mich auch eine große Quelle von Energie. Rosenduft passt jetzt wunderbar zum Rosa, mag ich sehr. Und die Natur im Allgemeinen. Also ich meine, jetzt, wo der Frühling so langsam kommt, da, Energie ist überall. Wir sind Energie und wir dürfen die Energie suchen, die uns im Moment gut tut und die zu uns passt. Und das ist mehr so ein Lauschen, so ein inneres Lauschen, finde ich. Ja, und das fand ich jetzt auch wieder interessant mit dem, also ich liebe diese Gespräche mit dir, mit den Farben oder mit etwas von außen, was dann dein Innen verändert. Weil sie wollen uns ja aktuell, wollen uns ja viele erzählen, naja, es ist das Mindset und dann verändert sich das auch im Außen. Also ich bin von der anderen Sorte, weil ich habe hier vor einem Jahr gesessen, ich habe übrigens vorgestern einen Post gesehen zum Thema Energie. Da bin ich morgens wach geworden, das erste Mal seit der OP, also 2 Monate später, ohne Schweißausbruch nachts. Und das habe ich dann zur Kenntnis genommen. Und bei mir war dieses Heilen hier, ich habe das gerade erzählt, mit meinem blühenden Obstbaum. Ich habe hier tatsächlich gesessen, habe nach da draußen geguckt und habe gedacht, boah, wenn die Natur sich so immer wieder regenerieren kann, dann schaffe ich das auch. Und dann geht das sehr wohl auch von außen nach innen. Ja, es ist ganz wichtig, die Umgebung, die wir uns schaffen, die wir wählen. Da kommen wir auf ein Thema, was ich auch immer wieder anspreche. Wir treffen so viele Wahlen im Sinne von Entscheidungen. Und dazu gehört, was esse ich, was tut mir gut, was was tue ich nicht, wen habe ich um mich, was denke ich, was fühle ich. All das sind Entscheidungen, die wir treffen. Und das ist das, du sagtest vorhin, ich weiß, was mir gut tut. Ja, wir wissen mit der Zeit, was uns gut tut, aber und wir verändern uns im Moment. Das heißt, es kann sein, dass uns plötzlich andere Dinge gut tun. Und dann ist es so mit, oh, ich merke eigentlich jetzt gerade die Milch, die ich trinken will. Ich glaube, die ist nicht mehr so das für mich, das Nährende. So, es gilt immer wieder im Moment zu sein, ins Herz reinzuspüren und zu sagen, was fühlt sich stimmig an? So. Läuft bei mir unter Renovierung. Ich empfehle eine monatliche Renovierung und nicht nur im Frühjahr oder im Herbst oder alle 5 Jahre, sondern Super. einfach regelmäßig gucken. Ja. Weil Ganz ja, genau. manchmal fällt es einem so, wie du jetzt gerade eben gesagt hast, auf, weil du zum Beispiel sagst, ah, ich kann das jetzt gerade nicht riechen. Das riecht für mich nicht mehr gut, was vorher gut gerochen hat. Ja, Ja, ja. das hatten wir mit Helene auch so, die Sinne, die wir haben. Und das verändert sich auch. Ne? Sehr. Unsere Bedürfnisse verändern sich, wir verändern uns,
Weil wir, zu deinem Anfangssatz zurückzukommen, wir sind Energie. Wir sind eine Wolke aus Energie und wir haben einen Körper, der hat eine gewisse Energie, alles andere hat eine gewisse Energie, unsere Gedanken, unsere Gefühle. Und das ändert sich ständig. Das ist vielen Menschen gar nicht bewusst, dass das ständig anders ist und es wird bestimmt, es wird verändert durch Inneres, Gedanken, Gefühle. Und durch Äußeres. Und darum geht es da um eine Bewusstheit, um eine Achtsamkeit und immer wieder um Entscheiden und Wählen. Und da haben wir so viel Freiheit und auch so viele Möglichkeiten. Das ist toll. Ich habe vorgestern in einem Kongress, war mein erster Kontakt mit Numerologie. Hast du da auch einen tieferen Bezug? Weil das fand ich total faszinierend. Ja. Das hat einen großen Einfluss auf uns. Die Tage, die Kalendertage, ob das jetzt ein 22.02. ist, den haben wir ja dann bald. Wenn man sich da etwas beschäftigt, dann wird man ganz staunend. Meisterzahlen zum Beispiel, diese doppelten Zahlen. Oder wenn ich jetzt immer wieder auf hier meinem Laptop oder auf meinem Smartphone die gleichen Ziffern sehe, kann das durchaus sein, dass ich wie eine Botschaft habe, ja, einfach einen Bezug zu diesen Zahlen. Und ich kenne die nicht auswendig, sondern dann gucke ich im Internet nach, Bedeutung, Zahlen, und dann kriege ich wichtige Informationen für mich. Hey, schau mal, dass du im Moment zum Beispiel kürzer trittst oder dass du im Moment dich mehr mit der geistigen Welt, was auch Energie ist, verbindest oder mit Erde, was wieder eine andere Energie ist. Also Zahlen sind magisch, ja, Ja, ich liebe. habe mir also jetzt gleich mal ein Buch bestellt, weil das fand ich der hatte ich bisher überhaupt noch nichts mit zu tun, aber bin ich jetzt wieder neugierig, was man da noch reißen kann. Ne? Und aber alle Themen, die wir jetzt durchhecheln, egal ob Farben, Zahlen oder Trampoline oder sonst irgendwas, alles ist, muss man nicht glauben. Muss für einen selbst nicht passen, sondern immer reinschnuppern, gucken und es kann auch sein, dass du nur sagst, interessant. Und es kann auch sein, dass du sagst, oh, das ist ja interessant. Das setzt natürlich eine gewisse Offenheit voraus. Nicht jeder Mensch ist offen für Ja. Neues. Es gibt solche Typen und solche Typen. Und Ja. man kennt sich ja. Und wenn man weiß, du, ich halte gern am Alten fest, ist es immer wieder eine Einladung zu sagen, du, vielleicht gibt es doch da noch mehr als deine kleine Welt. Schau doch einfach mal und spür, ist das was? Ist es eine Bereicherung? Macht es mein Leben reicher? Und vielleicht erhöht es meine Energie, vielleicht macht es einfach Spaß, vielleicht ist es sonst irgendein Benefit, aber hey, warum? Mal gucken, was da alles so draußen ist. Ja. Naja, und wenn es meine Energie erhöht, nee, wenn es Spaß macht, dann erhöht es automatisch meine Energie. Das geht gar nicht anders. Absolut, ganz genau. Spaß ist ein Also, wunderbarer ich habe im Energieboost. Moment, das ist ja das, das sagen dir die Leute wahrscheinlich manchmal auch, man kann immer Spaß haben. Ja, man kann aber dafür sorgen. Ja, absolut. Es ist auch deine Wahl. Also, wenn die Leute sich schon gerne sorgen, ne? Ich sage ja immer, Sorgen bringt gar nichts, weil Schmerzen und auf Dauer bringt es wirklich nichts. Aber für sich selbst sorgen bringt schon was. So, ich Unbedingt. wollte aber eigentlich was anderes sagen. Ich habe meinen eigenen Faden verloren. Weiß ich nicht. Muss ich jetzt einen. Doch, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe jetzt mittwochs abends im Moment immer den Kurs Geschichten fasten. Also es ist ja jetzt die Fastenzeit bis Ostern. Und bei mir geht es halt darum, dass du bei deinen Gedanken mal schaust. Was denkst du? Tut dir das gut noch? Und ist es vielleicht unbewusst und tut es dir nicht gut und könntest du das einfach lassen? Und Gedanken gehören ja zu den Sachen, die am schnellsten wirken. So von hast du mal ein Beispiel, eine Erfahrung? Wie Gedanken etwas verändern können. Ja, ich meine, Gedanken beeinflussen natürlich unsere Stimmung massiv. Wenn ich immerzu denke, ich kann nicht, ich bin nicht, ich schaffe das nicht,
sind erst Gedanken und dann sind es Gefühle. Manchmal ist es andersrum. So genau fummelt man das ja nicht auseinander. Aber dann fühle ich mich so und dann läuft mein Leben auch so. Darum gibt es ja das Thema Affirmationen und immer wieder reingehen, bewusst in positive Gedanken. Ich kann das, ich bin gut, ich schaffe das, ich liebe mich und so weiter. Das hat einen riesigen Einfluss. Im Vergleich gerade, wenn ich denke, oh, ich bin nicht liebenswert und oh, ich sehe furchtbar aus und ich bin schon so alt, das ist ehrlich auch ein Thema, was mir immer wieder begegnet, so seitdem ich 60 bin. Jetzt bin ich ja schon alt und jetzt kann ich das nicht mehr und das wird schwierig. Wir sind da so auf Schienen, alles wird so und alles wird so. Es gibt keine Schienen. Die Schienen machen wir. Und da dürfen wir wählen, welche Schiene wollen wir? Und das sind zum Ja. Beispiel Gedankenschienen. Absolut. Ja. Ich will gar keine Schienen. Ich Nee. brauch 300 PS Ja. mit freiem Weg. Ja. Ja, und wenn wir, also was mir aufgefallen ist bei deiner Aufzählung eben, die Sachen, wo man sich schlecht fühlt, die Sätze, da ist nicht drin. Ja. Ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich will, Ja. ne? Also, das macht zu statt auf. Ja, absolut. Und es gibt eine Idee, wie man die betiteln kann, die finde ich so schön. Es sind Lügen. Es sind Lügen, die wir uns immer wieder erzählen. Ich kann das nicht, ich bin nicht wert. Es sind Lügen. Wieso sollten wir uns Lügen erzählen? Weil wir können alles, wenn wir wollen. Gerade zu dem Thema, ich habe neulich einen Film gesehen auf Netflix von Behindertensportlern. Das sollte man sich mal angucken, wenn man möchte, um sich inspirieren zu lassen, was möglich ist, wenn man will. Die könnten jetzt jeden Tag sagen, ich kann das nicht, weil ich habe kein Bein, ich habe kein Bogenschützen ohne Arme. Hallo? Also das hat mich so beeindruckt und ich habe einen Körper, der super funktioniert. Und mein Mindset ist doch alles, zu sagen, dieser Ich habe Körper, gerade der. ein Bild im Kopf, Ja. wo ich jemanden gesehen habe, die aus dem Auto ausgestiegen ist, wo ich dachte, die kann doch gar nicht fahren. Ja. Sagenhaft, was da für ein positives Denken dahinter steckt. Ja. Dranbleiben, 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 ne? Ja, da kommt dann immer mein Sohn und sagt, ja, also zum Mond fliegen kannst du aber nicht. Da sage ich dann immer, es geht ja um die Sachen, die du wirklich, wirklich willst. Ja, genau. Und dann ist die Diskussion ja auch zu Ende, weil in der Regel. Und dann sind wir aber auch wieder beim Thema Energie. Wenn wir nämlich einen Plot haben, dass wir etwas wirklich, wirklich wollen, Ja. dann kommt ja von, hast du nicht gesehen, kommt ja dann plötzlich Energie. Ja, das ist richtig. Es kommt viel Unterstützung auch oder es ergeben sich diese Synchronizitäten, ne? Dass Ja. man plötzlich so spürt, ach so, so eine Yoga-Gruppe wäre noch schön, regelmäßig Menschen treffen und dann plötzlich sieht man einen Flyer oder irgendwie, das Universum reagiert. Das Universum ist nicht irgendwie Luft, sondern das sind Energien, die uns auch unterstützen und dann ist es ein Zusammenspiel. Das ist was ganz Magisches. Ganz genau, finde Ja, ich auch. da wird ja dann im Moment, also ich habe wieder den Eindruck, ich lese an jeder Ecke was von Manifestieren. Für mich ist Manifestieren Leben. Weil wenn ich bewusst mein Leben gestalte, dann merke ich ja, ich manifestiere immer und ich muss das nicht lernen, sondern wenn ich denke, ich schaffe das nicht, dann schaffe ich das auch nicht oder die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nicht schaffe, wächst. Ganz Also, genau. Das ist auch eine Manifestation. Wenn wir immer wieder Misserfolge haben, ist das nicht, dass da uns irgendwer bestrafen will oder sondern ja, es braucht eine andere Ausrichtung, eine andere innere Energie. Und dann erleben wir im Außen auch eine andere Energie. Ne? Das werden alle Leute unterstreichen können, die Coaches sind, zum Beispiel Beziehungscoaches. Wieso hast du immer wieder die gleichen Themen? Warum hast du immer wieder die gleichen Partner, wo es nicht klappt? Weil innerlich dann noch was verbessert werden darf im Sinne von geändert, optimiert, dass es dir gut tut, dir das selber mache ich gut am tut. Freitag im Interview mit Helene. Ja, siehste. Wunderbar. Ja, das ist.
ein riesiges Thema, ja, und ein schönes, ich mag das. Ja, weil es ist tatsächlich so, ja, wir können uns dran aufhängen, was uns jetzt gerade vor die Füße gefallen ist als Aufgabe, was uns die Energie raubt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir die Vorstellung haben, dass diese Aufgabe, die uns, also es ist immer nur das, was wir denken, wenn wir denken, diese Aufgabe ist dazu da, dass ich hinterher so bin. Dann gehe ich doch da ganz anders ran, als wenn ich denke, oh mein Gott, das ist aber eine Herausforderung, wie soll ich das bloß lösen? Ja, und das Wort finde ich so gut, Silvia, Herausforderung. Ich höre das so oft, wenn ich sage, es geht im Moment um Vertrauen. Wir gehen in eine neue Energie, in eine neue Zeit. Es verändert sich ganz viel und wir brauchen Vertrauen. Und wenn ich dann von meinem Gegenüber höre, das ist aber schwer, dann möchte ich manchmal sagen, vielleicht möchtest du deine Worte überdenken. Es ist eine Herausforderung, kann gut sein. Es ist ungewohnt, kann gut sein. Oder, stimmt, das möchte ich lernen, kann gut sein. Aber dass es schwer ist, so ein so, tiefes Loch und weg bin ich. Ja, Oder? aber das Loch ist die Wahrheit von diesem Menschen, der dir gegenüber sitzt, weil in meinen Augen fehlt ihm das Vertrauen in sich selbst. Das fängt ja immer hier an. Ja, ist Na? ein riesiges Thema. Ich meine nur, die innere Energie schafft dann wirklich das im Außen auch. Und im Prinzip geht es ja immer darum, wie reagiere ich auf Sachen, die von außen kommen? Habe ich einen Unfall, bin ich jetzt plötzlich eingeschränkt in meiner Beweglichkeit, dann geht es darum, wie ich darauf reagiere, wie ich damit umgehe. Alles, was passiert, ist eine mögliche Herausforderung. Und das Energetische ist dann, wie reagiere ich darauf? Ne? Verfalle ich in Depression, liege ich auf der Couch oder sage ich, okay, jetzt geht es erst richtig los, das schaffe ich. Und ich suche mir vielleicht auch Menschen, die mich inspirieren und sage, puh, die haben das geschafft, das schaffe ich jetzt auch. Ne? Ja, und was mir manchmal so, wo ich gerne darauf hinweise, wir sind ja hier, um Erfahrungen zu machen. Und wenn dann die Erfahrungen nicht in unser Schema F passen, dann sagen wir gerne mal, nee, die Erfahrung will ich jetzt nicht. Aber wir haben ja gar keine, also da haben wir keine Wahl, sondern wir haben nur eine Wahl der Reaktion manchmal. Aber ich kann zum Beispiel, wenn mir das wiederholt passiert, dass mir Sachen passieren, die mir nicht gefallen, dann kann ich ja schon antizipieren, dann kann ich ja schon dafür sorgen, dass mir sowas nicht passiert. Ja. Also ich habe früher tatsächlich öfter mal den Menschen so vor den Latz geknallt, dass ich gesagt habe, ja, du hast halt gute Erfahrungen. Bei mir ist das alles anders. Ne? Das kennst du Ja. bestimmt auch. Ja, und es ist Arbeit. Das ist auch etwas, was vielen Menschen nicht so lieb ist. Erfahrung bedeutet auch eben Action, entscheiden, achtsam und so weiter. Und wir haben manchmal so die Idee, es darf doch alles so easy peasy Ponyhof sein. Von mir aus darf es das gerne sein. Wir sind aber meistens hier, um eben etwas zu lernen. Und Lernen ist aktiv. Ja, passiert was. Und da ist manchmal so eine Komfortzone, ne, wo man dann sagt, will ich die erweitern oder lasse ich die so klein wie eine Briefmarke? Dürfen wir immer wieder entscheiden. Ja, da habe ich tatsächlich jetzt auch mit diesem, was mir da durch die OP zuteil geworden ist, auch gesagt, also ich nehme jetzt hier alles mit. Warum soll ich denn mich selbst beschränken? Weil ich glaube schon, dass ich nicht der Weisheit letzter Schluss bin, sondern dass es da schon was Größeres gibt, was besser Bescheid weiß, was mir gut tun könnte. Und ja, ich muss halt selber rausfinden, wie das mir dann gut tut, was passiert. Das ist ja im Grunde genommen, also Ja. ich finde ja, das ist ein, ich sehe das ja hier alles als Spiel mittlerweile. Weil ich spiele Gott sei Dank sehr gerne.
Und ja, viele nehmen es viel zu ernst, ne? Wie siehst du das? Ja, das ist etwas, was ich glaube, uns allen bewusst sein darf. Wir haben auch da die Wahl. Aber wir sind auch verschiedene Typen, weißt du? Manche sind natürlich etwas schwerer und etwas trauriger und so. Und einige sind eher so Luftibusse. Das sind auch verschiedene Typen. Aber dieser Typ, wie man halt so ist, muss ja nicht so bleiben. Also wir können da auch wieder lernen und uns ja ausdehnen und unsere Flügel ausbreiten und neue Erfahrungen machen. Ne? Ja, und das ist, also ich mache das gerne mal, oder dieses Beispiel ist so schön, wie du das jetzt formuliert hast. Ich frage die Leute gerne mal, mir geht es ja auch um Kinder in der Trennung. Ja. Was hast du denn, machst du da gerade eigentlich eine Second-Hand-Erfahrung? Oder gestaltest du das Leben deines Kindes aktiv, sodass es ihm gut geht? Weil oft sind wir einfach nur in so einem, wir haben die Wiederholungstaste gedrückt und oh Ja. Gott, ist das so furchtbar. Ja. Ja, Ja. also wir sind Schöpfer. Wir dürfen das alles erfinden. Wenn uns das, wie es war oder ist, nicht gefällt, dann dürfen wir was Neues erfinden. Genau, und eben, wir dürfen uns auch inspirieren lassen, wirklich. Es ist heute so einfach mit YouTube oder mit überhaupt allen Netzwerken. Nutzen wir sie doch mal für was Sinnvolles und gucken mal, oh, was macht denn der da? Inspiriert mich, interessant, ist eine Idee. Ja, statt Fotos von unserem Mittagessen zu posten, wäre doch das eine Idee, dass wir das mal als Quelle nutzen von Inspirationen. Wie kann ich meine Wohnung umgestalten, dass es viel, viel mehr ich ist, dass es viel nährender ist, dass ich mich wohlfühle in meiner Wohnung? Beispiel jetzt, ne? Ja, aber das ist ja auch eine Energie. Da läuft im Moment auch irgendein Kongress. Also es laufen ja auch immer irgendwelche Kongresse mit Ja. irgendeinem Thema. Und Genau. die Energie, dass ich also wirklich bei mir zu Hause bin. Also hier ich weiß nicht, ob du das neue Buch kennst von dem. Ach, das habe ich jetzt von hier. In mir zu Hause oder zu Hause bei mir oder Ah, okay, von klingt gut. Dem Tim, der My Monk macht. Klingt gut. Das kommt heute bei mir das mache ich heute gleich die Aufnahme zur Leseliebe. Deswegen ist das im anderen Zimmer. Aber ich meine, ich kann mich ja natürlich bei mir viel eher zu Hause fühlen, wenn ich mich auch darum kümmere, wie kann ich denn das auch im Außen und im Innen schön machen? Da sind wir wieder bei Gerüchen, bei Farben. Da gibt es noch so, so viele Möglichkeiten auch. Ja, und das macht ja auch so Spaß. Und Ja. mal umdekorieren und mal sagen, das Sofa von der Oma, wirklich, wirklich, brauche ich das noch? Hänge ich noch daran? Oder habe ich jetzt ehrlich mal Lust auf was Helles, Weißes, Schönes, Blumiges? Ja. Und plötzlich merkt man, oh, ehrlich gesagt, da habe ich gar nicht dran gedacht, aber das verändert alles, ne? Ja, sehr lustig, wo du das jetzt gerade sagst, weil ich habe weiße Lederstühle, ne, hier an diesem Tisch und die liebe ich auch sehr, die habe ich jetzt schon 20 Jahre oder so. Ich habe aber Ja. irgendwann angefangen, frag mich nicht warum, weil sich das so angeboten hatte, da Pullover drauf zu trocknen im Winter. Und das findet das weiße Leder, also auf Dauer, habe ich mir das jetzt mal genauer angeguckt und das findet das nicht so schön. Dann Ja. habe ich die ganze Zeit schon überlegt, also du bräuchtest vier neue Stühle. Und dann habe ich überlegt, so mit Rattan, das fände ich ja ganz schön und so. Und heute Morgen, so im Halbschlaf, dachte ich, vielleicht brauche ich ja auch einfach nur vier schicke Hussen. Vielleicht muss ich gar nicht ins Möbelhaus und vielleicht muss ich einfach nur ins Schön. Stoffgeschäft. Schön. Schön. Ne? Also. Weißt du, was ist darin besonders interessant, Silvia? Also Energie, alles, was du denkst, was du fühlst, kreiert eine Energie, die du in dir trägst. Also du bist heute Morgen schon im Thema Möbel gewesen. Es ist morgens jetzt, wo wir das aufnehmen. Der Tag ist noch gar nicht so alt. Und diese Energie trägst du in dir. Und ich nehme sie auf. Ich wusste das nicht. Aber ich spüre das unbewusst. Das ist so ein schönes Beispiel von Energie. Du produzierst Energie, du trägst sie mit dir, wo immer du hingehst. Und jetzt so eine Möbelenergie,
Ja, ist ganz nett. Ist jetzt gut oder nicht gut oder schlecht, ist einfach Möbelenergie. Aber wenn du heute Morgen dich schon aufgeregt hättest über den Nachbarn, der wieder sein Auto und würdest du auch diese Energie tragen und du würdest sie auch an mich übertragen, wenn ich das erlaube. Und da Ja. sind wir ja bei diesem Miteinander. Energie ist alles, 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 alles. Und Ja. achtsam sein, Bewusstsein ist alles. Es verändert alles, wenn man denn möchte. Ja. Spannend. Und auch dann nochmal, auch da, wir haben immer die Wahl, ne? So also zwischendurch ganz leise hast du gesagt, wenn ich es denn will. Also kaufe ich das? Also was draußen so im Moment so, da kriege ich auch Plack, aber egal, das liegt ja dann auch an mir, wenn ich da Plack kriege. Aber im Moment habe ich wieder das Gefühl, es wird viel verkauft. Man will mir sagen, wie ich verkaufen soll. Aber Energie tatsächlich verkaufe ich ja immer. Und heute Morgen, das war auch so ein Gedanke, den ich heute Morgen am Ofen hatte, im Grunde genommen verkaufe ich Haltung. Hast du entschieden? Hast du entschieden? Ja, weil ich habe das Glück im Moment, dass mich jemand gebucht hat mit dem WhatsApp-Support, mit dem täglichen, dass sie also spiegeln kann. Sie hat irgendeine Idee und was sagst du dazu? Oder heute ist das und das passiert. Die hat die ständige energetische Verbindung zu mir. Und das geht so schnell mit der Entwicklung. Also ich würde mir so wünschen, dass die Leute sich die wollen immer nicht sagen mal, sie haben keine Zeit. Das sind 5 Minuten. Ja, und einfach mal einen Spiegel haben und sich bewusst werden. Ne? Was mache Ja. ich gerade? Was passiert hier gerade? Oh, stimmt, das ist ja die letzten Tage immer passiert. Immer das Gleiche. Und das ist so wie so ein Ausrufungszeichen. Das möchte jetzt mal wahrgenommen werden und geändert werden. Ja, Ja, und dann sitzt du da und Wahnsinn. kriegst dann das fette Grinsen Toll. und denkst, oh, es ist gar nicht so schlimm. Schön. Ja. Ach, das klingt gut. Ja, das mag ich total gerne. Deswegen, also, ja, dann da fragst du dich dann auch, wie soll man sowas verkaufen, ne? Weil eigentlich gibt es das ja nicht. Ja, also alles. Energie ist alles und alles ist Energie. Das sind so kurze Sätze, aber da ist so alles zusammengefasst, ne? So, jetzt kommen wir noch, das wollte ich zum Ende dich noch fragen und da können wir vielleicht dann auch nochmal eine eigene Sendung machen. Ich finde das ja so schön, dass ich jetzt so Gesprächspartner habe, auf die ich schon eingeschossen bin, wo wir dann so verschiedene Themen durchnehmen können. Und zwar auch Energie ist, bis jetzt habe ich ja mit meinem Trampolin, mit meinem Bellycon gearbeitet. Wenn die Menschen hier so in niedriger Energie kommen, dann habe ich mit ihnen hier. Habe ich sie mal testen lassen, ob das vielleicht was für sie ist, wenn sie alle Säfte, die sie so in sich haben, mal in Schwung bringen. Ne? Weil viel trinken ist ja schon nett, aber wenn das Trinken dann im Körper rumsteht, dann fängt es ja auch an zu stinken. Ne? Also es ist ja besser, wenn man sich dann auch bewegt. Jetzt hast du aber noch ein ganz anderes System, uns vielleicht mal nahezubringen, was man sonst noch mit seinem Körper energetisch machen kann. Ja, ich habe da etwas, was mich seit 3 Jahren begleitet und mir kommt gerade das Bild von deinem WhatsApp-Chat. Also die Klientin, mit der du arbeitest, die möchte jeden Tag in eine bessere Energie kommen oder etwas für sich verbessern. Und sie hat dich quasi als Gegenüber und fragt dich, du, was nimmst du gerade wahr? Und so weiter. Ihr seid also ein Team und ihr beratet euch. Und ich habe da ein kleines Frequenzgerät, das ist der Healy, den habe ich immer in meiner Nähe, darum kann ich ihn auch gerade zeigen. Und dieses Frequenzgerät kann nicht sprechen, es hat kein WhatsApp, braucht es aber auch nicht. Frequenzgerät kann ich über eine App von meinem Handy ansteuern und kann ihm quasi eingeben, in welche Energie möchte ich mich heute bringen. Ich möchte mich heute zum Beispiel in, ach, ich brauche irgendwie mehr Ruhe, ich habe etwas, was mich nervös macht. Dann kann ich dieses Ziel formulieren über die App
und kann das Frequenzgerät bitten, mir entsprechende Frequenzen zu schicken und quasi mich ruhiger zu machen oder lebendiger oder balancierter. Und das ist so mein Selbstcoaching, was ich jeden Tag mache. Und ich finde, ich profitiere mega davon. Es unterstützt mich sehr auf allen Ebenen, sowohl körperlich als auch mental, als auch emotional. Geht da eine Menge. Ich kann meine Chakren messen. Also, ich glaube, wenn das jemanden interessiert, es ist was ganz Faszinierendes, darf er sich bei dir melden, gell? Ja, ich habe ja jetzt auch, ich will das jetzt auch mal probieren, weil es ist ja so, vor der Herz-OP hatte ich ja Respekt, weil das Ganze ja auch irgendwie mit Strom und Handy und geht ja über die App und so. Und da habe ich gedacht, nee, also mit dem Bläschen, was ich da neben dem Herzen habe, das mache ich nicht. Weil ich wollte zum Beispiel auch mal mit so einer Bema-Matte, das ist ja auch so was Tolles. Aber da habe ich dann gedacht, nee, 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 will ich nicht. So, aber jetzt habe ich ja meine Blase nicht mehr. Das heißt, ich kann auch das testen. Und ja, das werde ich dann, das ist mal mein Projekt für die nächsten Monate. Ja, Und ein Abenteuer, ein Abenteuer. genau, aber du bist so die Sachverständige, also wer immer über mich, ne, die schicke ich alle zu dir, weil das finde ich zum Beispiel schon wichtig. Ganz ehrlich, du bist ja nun, hast ja die entsprechende Herangehensweise als Ärztin. Das ist ja nun was mit dem Körper macht. Und das macht ja was mit dem Körper, den er vorfindet. Und ich fand das damals, wie mir manche Leute das Ding verkaufen wollten, sind wir wieder beim Thema Verkaufen, ohne, ja, keine Ahnung. Also ich kenne das so vom Heilpraktiker, da muss man erstmal 20 Seiten beantworten, damit der weiß, was er dir so einfüllen kann. Und das habe ich da so ein bisschen vermisst, ne? Weil man kann ja auch was anrichten damit. Also es ist jetzt nicht die Absicht, aber theoretisch geht es ja schon, ne? Bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht der Meinung, weil es ist zwar ein Profigerät, also das wird auch in Arztpraxen und von Therapeuten genutzt. Es ist aber bewusst so ausgelegt, dass jeder sich da ganz leicht einarbeiten kann. Und das Tolle ist, du sagst jetzt, Bema-Matte sind toll, die schicken Frequenzen, die schicken Energien. Und der Healy als Frequenzgerät hat erst noch einen Sensor vorgeschaltet, der spürt, was dir gut tut. Er fühlt dich und richtet danach seine Frequenzen aus. Und so in der Form hat man das eben präpariert, geschaffen, dass es von jedem ganz einfach und gefahrlos benutzt werden kann. Natürlich gibt es da viel zu entdecken, das ist ganz klar, aber dazu muss man nicht studiert haben oder Therapeut sein. Ich Ja, begleite aber damit auch so. meine Coachings, weil man kommt auf sehr tiefe Ebenen von Themen eben. Immer wieder die gleichen Themen, die jetzt mal gesehen werden wollen. Und das Ja, macht das ist so Spaß. ein bisschen auch wie ich mit der Hypnose, dass manchmal geht es dann einfach schneller. Es geht schneller, genau. Und man kommt so aus diesen Loops raus. Immer wieder das Gleiche, ne? Ja. Ja, deswegen interessiert mich das halt auch. Ich meine, mich interessieren diese Sachen auch immer für mich. Aber letztlich geht es mir schon darum, also meine Haltung und meine Energie auch weiterzugeben, auf die, die hierher kommen. Und ja, wenn die sich's leichter machen können, dann da auch Angebote zu machen. Ne? Das ist genauso wie ich damals auch mit den Nahrungsergänzungsmitteln, wo ich das Burnout hatte. Da haben die Leute auch gesagt, wieso hast du dich denn so schnell erholt? Ja, weil ich was getan habe. Ne? Ich habe nicht abgewartet und habe gesagt, Gott, ist das Leben gemein zu mir. Ja, das ist Also. es. Und das spürt man oft, ne? Ich meine, auch mit diesem Frequenzgerät, manche gehen damit gar nicht in Resonanz und dann ist es so. Und Ja. manche sagen, oh, darauf habe ich gewartet. Da schaue ich mir jetzt mal an, was das kann und was das ist. So sind alle verschieden und hier drin spüren wir das ganz gut. Ja, und unabhängig von Frequenzen, also meine Lebenserfahrung sagt mir auch, wenn ich daran glaube, dann wirkt das auch. Also so dieses Placebo-Ding. Ist bestimmt auch was dran. Also es ist immer etwas dran, wenn man natürlich etwas macht, an das man glaubt, an dem man vertraut.
Es ist ja auch, zu welchem Therapeuten oder Arzt gehst du, wenn du einen nicht magst, dann fließt die Energie einfach nicht. Das ist es, ne? Ja, und bei der einen Ärztin, wo ich da war, die braucht gar nicht untersuchen, sondern das kommt in der Unterhaltung schon raus, was sie als Ergebnis vorfinden wird und so weiter. Ja, das ist doch toll. Mag auch wieder nicht jeder. Manch einer sagt, ich brauche jetzt erstmal Analysen, ne? Die ist mir unheimlich. Also da haben wir doch die Wahl, ist doch toll. Ja, Das Leben ist bunt, zum Glück. Ja, liebe Kerstin, ich glaube, wir haben jetzt genug Input geliefert für unsere Communities. Du kannst das ja gerne auch bei dir gebrauchen. Und dann gucken wir mal, weil wir hatten letztes Mal wirklich ganz gute Zugriffszahlen, auch wir zwei gemischt, von dem, was wir so rausgelassen haben von unseren Weisheiten. Schauen wir mal, ob wir das nochmal toppen können. Ja, danke für das interessante Gespräch. Das ist immer interessant, wie es sich bewegt, ne? Von den Lederstühlen über magisch, über Zahlen und so weiter. Danke, Silvia, für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Das ist meins. Da bin ich voll in meiner Mitte. Da habe ich nicht das Gefühl zu arbeiten. Ich wünsche dir eine gute Reise in die Schweiz. Und du schickst mir noch, wenn sich da, ich weiß nicht, ob da noch irgendein Platz frei ist, vielleicht möchte ja jemand auch mit dir arbeiten, schickst mir noch was für in die Shownotes. Das können wir da noch reinpacken. Das kommt jetzt hier, was wir veranstalten, kommt jetzt am Sonntag, entweder diesen Sonntag oder nächsten Sonntag. Ich bin mir noch nicht so ganz, ne? Aber nee, du musst diesen Sonntag, ne? Sonst ist das zu kurz. Du diesen Sonntag. Was meinst du mit du? Also, Sonst ist der Zeitraum, bis du deine Veranstaltung hast, zu kurz zum Buchen. ach so, ich habe meine Veranstaltung in der Schweiz. Es sind zwei Workshops im März. Ja, Ja, noch eine okay. Weile Naja, hin. ich meine, es ist in 10 Tagen März, ne? Ja. Das stimmt, das stimmt. Die Zeit fliegt. Ja. Okay. Meine Liebe, das schickst du mir noch. Ich danke dir sehr. Ich freue mich über weitere Bilder aus dem schönen Kreta, solange du da bist. Machen wir so. Vielen Dank. Sehr, sehr gern. So, jetzt muss ich da oben.